Wir kommen hier vom Bahnhof Goetheweg und gehen in Richtung Soldatenstein. Zweite oder dritte Wasserunterführung. Links 3 bis 5 Meter von den Bahngleisen ist eine Fichte, in die mit der Motorkettensäge ein Pfeil eingesägt worden ist. Und von dort aus noch 50 Meter bergan bis zum Soldatenstein. Das war ein Sonderzug, den hatte Egon Olsen nicht eingeplant. Wir mussten uns ganz schnell in den dicken Fichtenwald verstecken. Vom Bahnhof Goetheweg abwärts nach dem dritten Wasserlauf auf den Schienen entlang sind linker Hand kleine Stöckchen, die den Weg hier hoch zum Soldatenstein markieren. Auf dem Soldatenstein steht zur Erinnerung an das Oberbaukommando der 2. Kompanie Eisenbahnregiment N1. September 1898, ein Gedenkstein für die Soldaten, die die Eisenbahnlinie gebaut haben.